Insgesamt 3000 Menschen haben sich heute in Pforzheim versammelt, um ein starkes Zeichen für Toleranz, für eine lebendige Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu setzen. Die Initiative gegen Rechts in Zusammenarbeit mit dem Jugendgemeinderat und dem Bündnis Pforzheim Nazifrei und Zusammenhalten rief um 15 Uhr zur Kundgebung auf. Christian Schmidt, Sprecher der Initiative gegen Rechts, moderierte die Veranstaltung auf dem Leopoldplatz. Lokale Politiker sowie prominente Redner wie die Bundestagsabgeordneten Katja Mast von der SPD und Grünen-Politikerin Stefanie Effner haben ihre Stimme erhoben und nutzten die Möglichkeit, um klare Worte gegen die AfD zu sprechen. Ich finde es gut, dass sichtbar wird, dass die Masken fallen. Ja, sie sind mittlerweile so ungeniert, was sie mir diese Woche im Bundestag an den Kopf geworfen haben. Das ist so unfassbar, über meinen Körper entscheiden zu wollen, ob ich noch Kinder kriegen darf oder nicht, weil ich, weiß ich nicht, die falsche politische Meinung habe, weil ich eine Frau mit Behinderung bin, was auch immer. Und ich finde, man sieht so deutlich, sie trauen sich mittlerweile einfach alles. Und es ist aber gut, dass es sichtbar wird. Und das macht mir Hoffnung, dass alle verstehen, was dahinter steht, was die Ziele sind. Vor Ort äußerten sich nicht nur prominente Redner, auch engagierte Demonstranten teilten mit, wie sie von der Kundgebung erfahren haben, warum es für sie heute von besonderer Bedeutung ist, hier zu sein, welche Gefühle die rechtsextreme Entwicklung in ihnen hervorruft und welche Maßnahmen sie für notwendig erachten, um dieser Entwicklung entschieden entgegenzutreten. Also ich habe durch meine Kollegin davon erfahren. Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wenn mir was Instagram, ja. Also wir haben über Zusammenhalten schon Anfang der Woche von der Demo erfahren. Und es war eigentlich von Anfang an gleich klar, dass wir herkommen, weil ich habe nur darauf gewartet, dass es hier eine Demo gibt, muss ich sagen. Ich habe davon auf Instagram erfahren. Und Es ist halt voll wichtig, einfach sich dagegen auszusprechen, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung überhaupt, oder? Also deswegen sind, glaube ich, wir alle hier. Weil ich nicht abgeschoben werden möchte. Weil ich nicht möchte, dass meine Familie oder wir abgeschoben werden möchten. Wir sind hier geboren, aufgewachsen, arbeiten hier. Wir fühlen uns auch als Teil von Deutschland. Und ja, es hat uns schockiert, diese geheimen Treffen. Wir wollen hier bleiben. Wir fühlen uns hier wohl. Ich finde es vollkommen erschreckend. Ich habe immer schon die Geschichten von meiner Oma von früher mitbekommen. Und man hat sich schon immer gefragt, was macht man eigentlich selber irgendwann in so einer Situation? Und man denkt nicht, dass es irgendwann dazu kommt. Aber das, was zurzeit für Hass nicht nur öffentlich, sondern auch in kleinen Gesprächen manchmal rüberkommt, das ist einfach unsagbar. Und da muss man aufstehen und ganz klar Flagge zeigen. Ja, ja, im täglichen Leben, immer wenn man Nazis sieht, dass man sich dagegen ausspricht, dass man Nein sagt, dass man nicht schweigt. Und die schweigende Mehrheit sind eben irgendwann auch Mitläufer. Und so ist es eben 33 so weit gekommen, dass eben dieses Land untergegangen ist. Die anderthalbstündige Kundgebung verlief nach Rückfrage bei der Polizei friedlich, störungsfrei und ohne Gegendemonstrationen.